Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute die Filteranlage zu Christians wunderschön gelegenen Genesis-Teich hat 30 Kubik und so wie es eigentlich überall ist, wenn man sich ein Komplettsystem von Genesis bauen lässt. Die funktionieren immer perfekt und die funktionieren vor allem immer nach dem gleichen Prinzip. Nach dem gleichen Prinzip schon, natürlich nicht immer mit den gleichen Filtern. Man hat ja bei Genesis Papierfilter, Endlosbandfilter und auch Bürstenfilter. Und der Einfachheit und auch der Kompaktheit halber hat sich Christian hier für den Papierfilter entschieden und ist auch nach wie vor mega, mega glücklich, würde auch nie was anderes bauen. Und wie läuft das Prinzip? Wir haben hier also einen Schwerkraft aufgebauten Papierfilter. Das heißt, wir stehen hier deutlich unter Teichniveau, ist natürlich auch praktisch, es ist hier unter der Terrasse die Freifläche und die hat er dann genutzt, um seinen Filter aufzubauen. Hier kommen dann die, auf der Seite zeige ich Ihnen, da kommen die Bodenabläufe und Skimmer, kommen hier an, werden hier zusammen gesammelt, gehen dann durch den Papierfilter, Schmutz wird zurückgehalten. Dahinter haben wir hier zwei Evo Bluestream Control und jeweils 22.000 Liter. Die pumpen das Wasser hier oben in den 1000 Liter großen Bioreaktor und von dort aus fließt es dann mit großen Rohren zurück in den Teich. Also wir haben, hier sieht man es schön, wir haben hier das Teichniveau, also bis hierher. Wenn wir jetzt die Anlage ausschalten, wird sich der Wasserstand bis hierher füllen oder der Biofilter bis hierher füllen. Und ich schätze mal, heute haben wir 20 cm Überstand. Ich glaube, es sind zwei Rückleitungen, die zurückgehen im Teich. Und da brauchen wir ca. 20 cm Differenzdruck, geodätische Druckhöhe, wie man so schön sagt, damit die ca. 30.000 Liter, die wir momentan pumpen, dass die per Schwerkraft wieder zurückfließen zum Teich. Dazwischen geschaltet ist noch eine 150 Watt Evo Blue Light UVC Lampe. Dann haben wir zwei Luftpumpen, eine 80er für den Biofilter, dass der richtig schön belüftet ist, eine 40er für den Teich. Wir haben hier hinten die ganzen Vorschaltgeräte. Er hat noch die Evo Lightwave, die Teichbeleuchtung, übrigens auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Seine Stromverteilung fertig aus die Maus. Und wenn Sie mal schauen, und das sind natürlich die Anlagen von Genesis geplant, und natürlich auf dem Reißbrett, auf dem Computer geplant. Ein ganz großer Vorteil von diesen Anlagen ist ganz kurze Rohrwege. Man hat nicht irgendwie verschlungene Verrohrungen. Man hat immer große Rohrquerschnitte. Und das ist das, was am Ende so eine Anlage unglaublich effizient macht, was die den Schmutz einfach vom Bodenablauf, vom Skimmer zum Filter transportieren lässt. Und was, wenn die Pumpen anfangen zu pumpen, dann auch dafür sorgt, dass man das Maximale an Pumpenleistung in Relation zur eingesetzten Energie zurückbekommt. Und das ist wirklich für alle, die selber bauen, die können eigentlich die Genesis-Anlagen als Vorbild nehmen, als Muster, weil so wie man es dort macht, da hat man wirklich lange dran gearbeitet und gefeilt, bis man mal schlussendlich sein Optimum gefunden hat. So, fangen wir von vorne an. Das hier unten, das Rohr, das ist der Skimmer. Hier der Schieber, haben wir Bodenablauf vorne, Bodenablauf hinten. Hier hinten ist übrigens der Teich, jetzt sieht man ihn, cool gemacht. Dann geht es hier durchs Filterpapier durch. Hier ist das bekannte und patentgeschützte Wasserrad. Sieht man jetzt noch nicht, weil es zu dunkel ist. Jetzt sieht man es ein bisschen. So, danach saugen die Pumpen das klare Wasser an. Hier auch darauf achten, vor und nach der Pumpe sind Kugelhähne eingebaut, sodass man die Pumpe zu jedem Zeitpunkt ausbauen kann. Zum einen kann man die Rohrleitung dann abschieben und zum anderen natürlich auch an der Verschraubung des Kugelhahns kann man die Verbindung lösen und die Pumpe rausnehmen. Dann geht es über 63er Rohrleitung. Hier hinten die obere einmal direkt in den Biofilter, die andere dann durch die Evo Blue Light auch in den Biofilter. Dann haben wir hier eine schöne Verrieselung und das ist der Luftschlauch. Der geht hier an die Luftpumpe und der wird richtig befeuert. Ich finde es auch gut, wenn man sich das jetzt mal anschaut, der hat also sofort auf die Redundanz geachtet, dass man mit zwei Luftpumpen arbeitet. Die kleinere davon in Teich, das reicht auch eine 40er auf 30.000 Liter und die richtig starke in Filter. Warum die starke in Filter? Ja, je stärker ich den Filter hier belüfte, umso mehr wird das Wasser darin verwirbelt
umso besser wird das Filtermaterial genutzt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Sehen Sie diese braune Schicht hier oben? Das ist ganz klar Biofilm. Wenn man hier drüber geht, sieht man auch, das geht weg. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das ist ein Kernstück der Anlage. Und das ist natürlich logisch. Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe. Und hier ist natürlich das Wasser oder die Fläche hier wird perfekt angestrahlt. Das frische Ammonium vom Teich kommt hier als erstes an. Und wenn nicht hier, wo sollten sich Bakterien dann wohlfühlen? Und wenn Sie häufig alte Rohrleitungen, die schon lange im Betrieb sind, wenn Sie die aus Ihren Anlagen rausschneiden, weil Sie sie austauschen, dann werden Sie eben genau diesen Bakterienbelag in den Rohrleitungen finden. Und was natürlich auch ist hier, hier ist alles picobello sauber. Es ist ordentlich, also eine Anlage, wo man gerne hingeht, mit der man gerne arbeitet. Und ja, ich bin großer Fan von solchen Anlagen, die so aufgebaut sind, unabhängig jetzt was von Filtertyp. Aber im Vergleich zu den Filtern, die unter Terrassen versteckt sind, wo man dann erstmal die Möbel wegräumen muss, dann irgendwelche schwere Holzplanken auf die Seite stemmen und bis man irgendwann mal am Filter ist und dann arbeitet man immer nach unten. Da ist das natürlich ein anderer Luxus, aber der Luxus muss sich natürlich auch realisieren lassen. So, vielen Dank für Ihr Interesse. Liken Sie uns, wenn Sie Spaß an dem Blog hatten, und schalten Sie mal wieder rein. Vielen Dank.